Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Pokémon Snap. Für mich mal wieder eine Ewigkeit her, für euch gar nicht so lang. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal irgendwann im August die Kacke aufgenommen und wir haben Oktober. Das haben wir auch, wenn das Video online kommt, aber hoffe ich zumindest. Ja, wir machen uns auf zum Finale. Wir haben nämlich letztes Mal Lumina Stalos gefunden und damit die Ruinen des Schutzes auf der Geheiminsel Aurum freigeschaltet, auf denen das letzte Lumina-Pokémon warten soll. Wir wollen heute das Main-Game dieses Spiels abschließen. Die letzte Folge wird's noch nicht, es gibt noch Update-Content, der vor einer Weile ja hinzugekommen ist, den wir uns angucken, aber die Main Story schließen wir heute ab. Also ab geht's. Ich hoffe, die Audio ist vielleicht ein bisschen weniger übersteuert als sonst. Es ist immer noch mies, aber geht halt nicht anders. Weil, ne, wenn ich das Mikro so an mir festschnallen muss, da ist es halt nah an mir dran. Irgendwann muss ich euch das Setup mal zeigen. Ja, da war schon gleich das erste Viech. Ja, wie wir sehen offensichtlich, Ruinen haben wir hier. Ich meine, die Gegend heißt Ruinen des Schutzes, also was genau erwartet man? So. Hier haben wir einen Ruineneingang, der allerdings versperrt ist. Eine Kristallblume, die ich mit dem Apfel bewerfe, weil warum nicht? Ich habe eher ein bisschen die Sorge, dass es heute zu leise ist, aber wir werden es sehen. So. Oh Gott. Stimmt, das ist ja die Stay. Wir werden sowieso mindestens diese Folge hierfür brauchen. Bin ich recht sicher. Weil das ist wahrscheinlich schon auch verdient, passend muss man sagen, aber die schwerste Stage im Game. Ich hatte ehrlich gesagt vergessen, dass die kommt und dachte, wir treffen direkt das Lumina-Pokémon. Okay, von den Dingern wusste ich gerade nichts, aber da sind sie. Und ihr seht schon, unfassbar coole Höhle. Mal wieder ein bisschen fotografieren für potenzielle Thumbnails. Ja, ja, jetzt mach hier nicht gleich Alarmsirenen. Also, da sind herzförmige Flecken zu sehen. Aha. Was die damit zu tun haben, weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Das Rätsel können wir aber noch nicht lösen. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Durchgang machen, denn ihr seht, wir haben keine Lumina-Orbs. Und ihr seht auch schon diese Kristallblumen, die da rumstehen an verschiedenen Stellen. Die müssen wir nämlich alle aktivieren. Hier, die an diesen Statuen stehen. Hört sich nicht so schwer an natürlich. Ist ein bisschen schwieriger, als man vielleicht denkt. Einfach weil die teilweise recht abgeschirmt werden und man erst rausfinden muss, wie man irgendwelche Pokémon weglocken kann. Und ich weiß auch nicht, irgendwo muss ich doch auch eine leuchtende Kristallblume finden, oder? Die Dinger verpissen sich im Moment nicht. Ja, das Natu will ich nicht, das Golgantis.
das dann auch nochmal ein Ding abschirmt. Und da hinten dann nochmal eins von jeder Farbe, so ungefähr. Ihr seht, ein bisschen was zu tun haben wir. Jetzt was zu fressen. Dann hol's da. Hier, die Kristallblumen blühen in derselben Anordnung wie die Statuen. Jede Statue aktiviert eine von den Kristallblumen, die wir hier nicht manuell aktivieren können. Und dann müssen wir noch die letzte aktivieren. Hinter dem Golgantis ist irgendein Sockel. Den werden wir auch noch rausfinden, was es auf sich hat mit. Das sind die Ruinen. Auch ein cooles Gebiet, aber jetzt nicht mein Favorit. So, und jetzt nach dem ersten Durchgang werden wir einen vollen Fokus darauf legen, das Rätsel zu lösen. Zumindest hoffe ich mal, wir kriegen die Lumina Orbs. Also, was haben wir für Fotos? Nur ein Sterne. Das ist recht deutlich das Beste. Die sind beide vier, das ist mittiger. Ja, das auf jeden Fall. Das. Auf den anderen sind zwar mehrere drauf, aber deutlich kleiner. Das ist vielleicht ein bisschen arg groß. Okay, die draußen hat gezählt, die eine. Ja, okay, für Golgantis nehmen wir eher so ein Ding. Warte, ah doch, Natu haben wir da oben schon gehabt. Hab grad kurz gedacht, warte, hatten wir keinen Natu einzeln jetzt? Da war das hier am besten. Und dann hatten wir zwei ohne Motiv. Mal gucken, vielleicht speichere ich die auch gar nicht. Die sind, sag ich mal, weniger nützlich für irgendwelche anderen Sachen als Pokémon Snap. 4-8, sehr schön. Das wird nicht so viel geben, dafür ist das Natu einfach ein gutes Stück zu klein. Ja. Das hingegen ist aber auch ein 4K-Foto, oder? Ja. Bei dem kann ich es schwer einschätzen. Also die Pose, würde ich sagen, ist schon ziemlich gut. Ja, aber die Größe nicht. Das Ding ist nicht im Ansatz mittig. Und trotzdem fast. Das ist viel zu groß. Aber reicht. Okay. Hier bekommen wir gut Punkte. Das war jetzt ein gutes Stück schlechter, das Golgantis. Und jetzt zum Abschluss nochmal 4000. Und Servus. Die Kristallblumen. Es reicht nicht für Level 2, aber ich glaube, das muss es nicht. Finale Forschung haben wir damit erhalten. Und wieder ein paar Typen. Bisschen Gedöns. Noch mehr Gedöns. Das mag der aus irgendeinem Grund. Und natürlich, wir haben eine Kristallblume fotografiert. Das findet er gut. Dementsprechend. So. Dementsprechend werden wir jetzt die Lumina Orbs bekommen und sind gerade drei andere Leute im Haus. Ich verlasse mich gerade mal drauf, dass wer anders ans Telefon geht. Gut, ist wer ans Telefon gegangen. Oh, da unten links in der Ecke ist ein Shinux. Yes. Das war ein Wahnsinnsruin, oder? Du sagst es, mir ist was Interessantes an ihn aufgefallen. Es scheint sich um zwei verschiedene Arten von Ruinen zu handeln. Ach ja? Die Ruinen am Eingang und die in der Höhle weisen kleine Unterschiede auf. Ich hatte den Eindruck, dass der Teil in der Höhle erst später und in Eile errichtet worden ist. Dort haben die Blumen aller Inseln geblüht. Das kam mir irgendwie sehr seltsam vor.
Das ist der Beweis dafür, dass sich dort die unterschiedlichen Energien der einzelnen Inseln bündeln. Wenn wir das Geheimnis dieses Ortes lüften können, wird das sicherlich unsere Forschung vorantreiben. In der Zwischenzeit, hier habt ihr Chemikalien, werft sie auf wilde Tiere. Alright. Ja. Prioritäten mal wieder gesetzt. Hinsetzen kann ich mich immer noch schwer mit dem Setup. Ich versuch's grad. Kann gut sein, dass die Audio jetzt wieder ganz ranzig ist. Der Ausschlag ist auf jeden Fall ein gutes Stück zu laut. Jetzt nochmal ein bisschen geändert. Ich versuche einfach so, was ich kann. Kann auch richtig scheiße sich anhören, weil ich es gerade literally so habe, dass mein Kinn sich auf dem Mikrofon abstützt. Na, ich versuch's gar nicht. Ich habe schon gesehen, zumindest so ein bisschen Sound macht das. So, dann nächste Runde. Verpiss dich doch nicht so schnell. Habt ihr meinen Aimbot gesehen? Nein, ich auch nicht. War auch keiner. Ja, okay, das Ding leuchtet eh schon. Ja, decent Foto, würde ich behaupten. Wir können nicht so weit runter fotografieren. Ja, das war sehr schön. Das war ein gutes Foto. Oh, servus. Das Vieh ist hier anscheinend auch. Und da ist es schon weg. Nice. Sehr gut. Hat der Apfel sich gerade bewegt oder sah das nur bei mir so aus? Oder für mich? Letztes Mal waren es doch zwei von den Viechern, oder nicht? Ah, und jedes Foto war ranzig. Perfekt. So, jetzt mal ein bisschen den Fokus umändern und guckt mal, wir haben das erste Ding von Kilometer weit getroffen. Mein Aimbot ist und bleibt real in dem Projekt. Bin halt einfach insanely gut. Och, geh doch nicht in den Weg, scheiß Teil. Sag mal, was sagte ich? Das Viech will auf Krampf nerven. So, zweite Blume. Auch erledigt. Wir sehen, das Zeug beginnt da gleich immer zu glitzern. Ich muss ein bisschen die Augen offen halten. Die Pokémon interessieren mich jetzt ein bisschen weniger. Hier zum Beispiel sitzt die Blume nicht an dem Ding direkt dran. Stattdessen ist sie hier. Auch erwischt. Moinsen, Hundemon. Bewegt euch. Okay, okay, wir haben es noch. Die Dinger haben recht lang gebraucht. Okay, das Natu geht. Und das Golgantis. Erstmal hi. Beweg dich! Wie kriegt man denn das weg? Als ob wir das Rätsel nicht schaffen. Wie bewegen wir das Golgantis? Jetzt fehlt uns genau ein so ein Ding. Als ob.
Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, wo jetzt das Problem lag. Ich habe gedacht, wir hätten es alles richtig gemacht, aber anscheinend nicht. Was muss man bei diesem letzten Golgantes machen? Ich dachte, sobald das Natu weg ist, hat sich das von selbst. Aber eindeutig nicht. Hier hinten. Das da. Das da. Ja, haben wir nur eins. Die sind alle kacke. Da nehme ich eher mal so ein Ding. Aha, das hat 3 Sterne. Interesting. Und warum sind das immer noch 4 Sterne? Das Ding kann man gefühlt ja nur in 4 Sterne haben. Ja, aber ich bin gerade hier schon hart am Überlegen. Wie zur Hölle soll man das machen? Wie zur Hölle soll man dieses letzte Golgantes wegbekommen? Ja, ja, mach das durch. Zack, mal wieder einen Haufen Punkte. Wir erreichen Level 2. Man braucht aber doch nicht Level 2, oder? Das wird mich ein bisschen salzig machen, not gonna lie. Es wäre ein bisschen arschig. Auf jeden Fall haben wir jetzt Level 2. So. Und neuer Durchgang. Diesmal packen wir es hoffentlich. Ah, und bei mir rutscht das scheiß Mikro gerade wieder weg, wie es gerade lustig ist. Ja, diesmal rennst du nicht weg. So, gibt ein bisschen was Neues hier zu sehen. Aber auch nicht endlos viel. Hundemann haben wir ehrlich gesagt mehr als genug inzwischen von fotografiert. Und guckt mal, da ist auch noch eins. Awesome. Ja, schön. Hier können wir jetzt keinen Molunk mehr holen. Aber ja, geh mal aus dem Weg. Danke. Ach so, diesmal verpisst du dich. Was ein Hund. Oh, ein Skelabra. Ja, ja, mach hier nicht so einen Lärm. Da hatten wir gerade eine neue Hundemon-Pose, haben die aber leider nicht aufs Bild bekommen. Mein patentierter Aimbot TM. Ist mal wieder am Start. So. Zumindest ein Foto mit der Pose habe ich jetzt. Wenn man es gescheit timet, könnte man da bestimmt auch uns im Sprung erwischen. Jetzt hörst du gerade in dem Moment auf. Ja, klar. So. Wir sind zu close für meinen Geschmack. Ich glaube, man muss mit dem Lumina-Orb die Dinger treffen. So, geschafft. Und jetzt wieder die Preisfrage.
Jawohl! Man darf das Ding nicht die ganze Zeit abwerfen. Weil das macht das Ding regungslos. Ah. Und genau deswegen jetzt auch das Golgantis da hinten vielleicht in Ruhe lassen. Ach so, das willst du scannen? Nee, nicht das hier. Danke, das Ding fährt da schon hin. Golgantis stellt sich jetzt auch auf einen anderen Weg. Und damit kommen wir weiter. Das Rätsel im zweiten Versuch gelöst. Ich war einfach zu krass beim ersten Mal. Sieht so aus, als hätte es funktioniert. Die Energie aller Inseln scheint nach oben zu fließen. Ich glaube, sie kann dich an die Oberfläche befördern. Wir kommen also weiter. Ich werde da vorne einen Teleportierpunkt errichten. Komm erstmal ins Basiscamp zurück. Ja, gleich sehen wir endlich das Finale, das größte Lumina-Pokémon. Und ich muss sagen, es ist kein Pokémon, mit dem ich bei Release des Games gerechnet hatte. Aber eins, von dem ich es echt cool finde, dass es nochmal ein bisschen Repräsentation bekommt. Wie lief die Erkundung? Mal sehen, ob du was Neues entdeckt hast. Ich meine, was Neues entdeckt habe ich auf jeden Fall. Hast du den Scheiß nicht gesehen gerade? Das ist das Beste. 2 Sterne fehlen mir noch. Das hier. 1 und 3 Sterne habe ich beide schon. Und Megalon, zack. Nicht viel zu sehen bei den Fotos, aber die waren ja auch nicht der Fokus in diesem Durchgang. Das Hundemon feiert er nicht so. Das feiert er schon, aber das erste hat er aus irgendeinem Grund ja komplett weggeworfen. Das sind keine 4K, was? Ja, ja, kannst mich auch mal. Als wenn dieses Symbolara fast so viel wert wäre wie der Uhafnir da. Ach so, dieses Golgantis ist also viel besser. Der will eine Schelle von mir, der Junge. Der will eine dicke Schelle. Der will eine dicke Schelle von mir, der Junge. Was ist mit dir? Aufzug aus Licht. Ach, überraschenderweise gibt's Neuigkeiten. Wer hätte das nur gedacht? Na dann, zeig her. Endlich ist es soweit. Ich habe mir die Topografie des Ortes genau angeschaut. Wenn meine Berechnungen stimmen, solltet ihr im Zentrum der Ruinen landen, gleich hinter dem Tor, das wir anfangs gesehen haben. Und dort befindet sich das Pokémon, das wir in der Mitte der Wandmalerei abgebildet gesehen haben? Ja, endlich wird es zu einer Begegnung kommen. Die Ehre gebührt dir, Günther. War ja klar. Mach ja ordentliche Fotos, hörst du? Grüß das Lumina-Pokémon schön vom... Fun Fact, das Ding versteht mich nicht. Schätze ich. Mir gefällt die Entschlossenheit in deinen Augen, so gehört sich das. Also dann, viel Erfolg. Ja, in der nächsten Folge geht es auf zum Treffen mit dem letzten Lumina-Pokémon. Seid dabei. Like und oder Abo dalassen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Bis dann und tschö mit Ö.